Also wir sind hier in der Orangerie in Schönbrunn in unserer Ausstellung Musica Femina. Und es geht um weibliches Musikschaffen, weibliches Komponieren aller Zeiten, aller Orte. Und es ist erstaunlich, wem man da begegnet. Es kennt ja fast niemanden. Also man kennt vielleicht 5 Komponistinnen. Und wir haben da hier eine ganze Zeile, alle 100 Meter langen Notenlinien quer durch den Raum. Und wir hatten eine unheimliche Mühe, 100 Komponistinnen auszuwählen unter noch wesentlich mehr. Und wir fangen an mit Sappho, also das ist die erste Dichterin, Komponistin, von der man weiß, 600 vor Christus, und wir hören auf. Die letzte ist Alma Deutscher, das 13-jährige Wunderkind, das bereits 2 Opern komponiert hat, von denen die erste voriges Jahr bei uns in der Oper, in der Kleinbühne der Staatsoper uraufgeführt wurde, ihre Cinderella. Wir haben in der Ausstellung zwei Linien, die sich treffen. Wir haben eine historische horizontale Linie, die ist in dieser Notenzeile von 5 Notenlinien zum Beispiel verbildlicht, und da hängen 100 Porträts drauf aus allen Kontinenten und aus vielen Ländern der Welt. Und dann haben wir eine thematische vertikale Linie, so nenne ich das, die sich dem Komponieren von Frauen in Themen widmet. Quer durch die Zeiten, über die Zeiten, auch über die Länder, über die Genres vor allem hinweg. Also ich stehe gerade vor einer meiner Klangskulpturen, das ist unser Raum der Musen. Wir haben hier versucht, verschiedene Typen, also unabhängig von Zeiten ihres Komponierens, wir haben versucht, weibliche Typen darzustellen. Und zwar haben wir eben in diesem Fall, das ist die Pazifistin, weil es unter Damen ein ziemlich reichhaltiges Komponieren um das Thema Frieden gegeben hat, um Pazifismus. Jetzt haben wir ihr eine ganze Skulptur gewidmet, und wenn wir eindringen in diese Skulptur und uns darunter stellen, da ist so eine Sounddusche, die uns den Klang wirklich nur darunter hören lässt. Das heißt, um zu dem Klang dieser wunderschönen Musik zu kommen, muss ich in die Skulptur eindringen. Die in München lebende US-Komponistin Gloria Coates hat in ihrer Cantata da Requiem auch den Wetterbericht der BBC aus dem Jahr 1942 vertont. Gutes Wetter verkündet den Einsatz der Bomben. Also das Eindringen ist nicht überall so einfach. Wir haben hier die Femme Fatale, da muss man sich schon sehr hineinzwängen. Da kommt man unter Umständen als Ganzes gar nicht hinein, aber nur mit dem Kopf.
Und das ist jetzt mit zeitgenössischer rhythmischer Musik bestückt. Also das ist... Ja, also es geht eben quer durch die Zeiten zu dem Thema Femme Fatale. Die Femme Fatale ist die Tabubrecherin und Avantgardistin der Gesellschaft. Zugeschrieben wird ihr die Provokation und die Unwilligkeit zur Unterordnung. Sie inszeniert sich und ihr gesamtes Erscheinungsbild. So schön wie klug und verführerisch, komponierte und spielte exzellent Klavier. Ihr großes Œuvre ist weitgehend verloren. Einzig ihre Lieder sind erhalten. Ich habe eben Räume erschaffen, ein bisschen Erlebnisräume für Kompositionsbereiche, die sich die Frauen dennoch erobert haben. Auf der einen Seite habe ich begonnen mit meiner Ursprungsband Jubilo 11. Dort habe ich einfach gemerkt, es braucht meine Stimme verlangt eigene Kompositionen. Und so bin ich über die Stimme eigentlich zum Komponieren gekommen. Titbit! Leckerbissen! You try to catch me, but I hide. Noch heute geht es mir aber schon so, dass ich zum Beispiel in keinem Kompositionsinstitut bin. Also ich bin nie gefragt worden. Ich bin auch nicht beleidigt darüber, aber ich arbeite mit meinen Studentinnen, die ich unterrichte, Gesang und Ensemble. Und wir haben jedes Jahr in Linz an die 7 bis 10 Uraufführungen, die wir machen. Und ich fördere also sehr das Komponieren der jungen Frauen, auch der jungen Männer natürlich. Verbiege dir niemals das Rückgrat. Verena, was hörst du da? Ich höre gerade verfemte Musik von Komponistinnen, die das NS-Regime vertrieben hat. Also wir sind hier in einem Raum der NS-verfemten Komponistinnen. Wir wissen, dass das NS-Regime Frauen vertrieben hat, jüdische Frauen vertrieben hat, dass es lesbische Frauen unterdrückt hat. Es Leuten in Österreich und Deutschland, die in der NS-Herrschaft gelebt haben, unmöglich gemacht hat, zu überleben, zu komponieren, ein künstlerisches, überhaupt ein Leben zu führen. Jetzt, was hat das für die Frauenmusikgeschichte für eine Auswirkung? Das eine ist, ein paar junge Mädels schaffen es, so mit 12, mit 13 in die USA zu gehen, nach Südamerika zu gehen. Sie schaffen es, dort sogar Stipendien zu kriegen und vielleicht sogar fördernde Lehrer. Und da haben wir drinnen die Ursula Mamlock, die eben ein Mädel war aus Berlin und mit 13 weggegangen ist. Und die Ruth Schontal, die war eine Wienerin und hat dann auch eben in den USA, haben beide eigentlich Karriere gemacht. Sie durften studieren, sie durften komponieren, sie wurden relativ berühmt. Beide sind eigentlich am Ende ihres Lebens wieder zurückgekommen nach Europa. Das ehrt uns. Viele Exilanten und Exilantinnen haben gesagt, sie wollen da nie mehr wieder her. Die
INS-Reichsmusikkammer hat auch Frauen, die nicht verfemt waren, also die nicht jüdisch waren, eigentlich nur auf den unteren Kategorien Chancen gelassen. Das habe ich lange nicht gewusst und das finde ich sehr spannend. Und ich finde es sehr spannend, nachzudenken darüber, ob nicht diese Kategorien, die da die NS-Zeit und die Reichsmusikkammer und diese Verwertungskategorien, die da gebildet worden sind, ob die nicht, wie lange die nachwirken und ob die nicht zu durchdenken sind und zu revidieren sind. Wertschöpfungskategorien haben natürlich immer die Werte, die man ihnen gibt. Im Moment gibt es da in der AKM, also in der österreichischen Autoren-Verleger-Wertschöpfungsgesellschaft, Genossenschaft ist das, gibt es schon Überlegungen, dass man gewisse Genres höher bewertet. Und das ist immer auch eine Frage, wer bedient diese Genres? Wer arbeitet künstlerisch in diesen Genres? Zum Beispiel Improvisation. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel jetzt die klassische Ausbildung anschauen in Österreich, dann wird man feststellen, dass bis zum 18. Lebensjahr, wenn man in eine Musikschule geht oder ins Konservatorium, dass man wahrscheinlich kein einziges Werk einer Komponistin gespielt hat. Das war auch in meinem Fall so. Und das hat natürlich zur Folge, dass man auch dann als junges Mädchen, als junge Frau gar nicht auf die Idee kommt, dass man ja auch selber komponieren könnte. Ja? Und das wie bei anderen Berufen auch, die sozusagen eher männlich dominiert sind, braucht man dann einfach eine Spur länger, bis man irgendwo diesen kreativen, eigenschöpferischen Ausdruck erstens sich mal gestattet oder überhaupt mal auf die Idee kommt. Ne? Wenn man sich anschaut, die Absolventinnen von Komposition, das sind fast gleich viele wie Absolventen. Also was passiert mit den Frauen? Ja, die sind alle ausgebildet, sie studieren Instrumente, sie studieren Komposition und dann irgendwann verschwinden sie. Ja. Und da passiert etwas. Ja. Und da ist auch der ganze Markt und sozusagen alles, was mit der Präsentation dann auch von Musik zu tun hat, auch gefragt. Ja. Dann kann sich was ändern. Ich halte Veranstaltungen wie diese Ausstellung von Musica Femina für ganz, ganz wichtig, weil sie nicht gehörte Sachen, nicht beachtete Sachen plötzlich in den Mittelpunkt des Interesses stellen. Und ich finde, gerade bei weiblichen Anliegen ist das besonders wichtig. Leider offensichtlich durch unsere Erziehung haben wir Frauen es weniger gelernt als die Männer, hier zu schreien, aufzuzeigen, wenn wir glauben, wir können einen Beitrag leisten. Es geht ja nicht um eine Ansammlung von Vergessenheiten oder Zweitrangigkeiten. Es geht um eine Darstellung des Verdrängten, das wir wieder herauslösen und dem wir jetzt besonders viel Raum geben.